Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 18. November. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das erste Siegel ist Balanda. Das zweite Siegel des heutigen Tages ist Vanita. Und das dritte Siegel des heutigen Tages ist Mesonadi. Ja, heute ist wieder ein wunderbarer Tag, an dem es darum geht, ganz in uns anzukommen, eine gute Beziehung mit uns selbst zu pflegen, in der Achtsamkeit wirklich mit uns selbst zu sein und dadurch alles zu wandeln, was dem Wege steht, was wir eben erschaffen möchten. Balanda ist das wunderbare Siegel, die wahrhaftige Freude liegt im, oder die große Freude, die wahre Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner Gefühle. Und das bedeutet, dich anzunehmen, so wie du bist letzten Endes. Die Gefühle sind die Sprache deiner Seele. Ja, und wie oft hören wir eben nicht auf unsere Gefühle, sondern versuchen es anderen recht zu machen, projizieren zum Teil unsere unerlösten Programme in andere hinein. Andere projizieren ihre Wünsche und Erwartungen in uns hinein. Und es bedeutet ein ständiger Schlagabtausch. Und das bedeutet aber auch, dass ich eben nicht bei mir bin. Ja, und natürlich tragen wir jede Menge Ballast in uns aus der Vergangenheit, aus unserer Kindheit. Balanda ist auch das Siegel, das die verletzten Urbeziehungen heilt, weil wir oftmals eben dieses Gefühl von Achtsamkeit, diesen Kontakt mit uns selbst letzten Endes in so frühester Kindheit gelernt haben abzulegen, einfach weil wir gefallen wollten. Ja, und dann gehen wir eben in die Anpassung, versuchen eben die Wünsche und Erwartungen unserer Eltern zu erfüllen. Dann haben wir unerlöste Sehnsüchte in uns und die versuchen wir dann in Freundschaften, in Partnerschaften, in Liebesbeziehungen eben zu bekommen und zu kompensieren. Und meistens funktioniert das nicht, weil natürlich kein Mensch diese unerfüllten Sehnsüchte, diese Bedürftigkeit erfüllen möchte, die wir eben in uns tragen. Das ist ja immer das innere Kind, das sozusagen schreit, sieh mich und wir wollen aber dieses innere Kind nicht sehen, sondern wir schreien diese Bedürftigkeit nach außen und sagen, sieh mich, ja, und dabei meint eigentlich dein inneres Kind, seh mich, hör mich, achte auf mich, ja, und ein wunderbarer Weg, um eben in diesen Kontakt zu kommen mit uns selbst und eine gute Beziehung mit uns selbst zu pflegen und somit natürlich auch mit der äußeren Welt, ist auf unsere Gefühle zu achten, weil unsere Gefühle sind die Sprache unserer Seele. Und diese Gefühle einfach in dem Moment, in dem sie sind, da sein zu lassen, anzuerkennen, das ist der Schlüssel, das ist die Wandlungskraft an sich, das ist im Prinzip schon der Tagesimpuls. Ja. Und davor laufen wir so oft davon, diese unangenehmen Gefühle, diesen Schmerz, diese Traurigkeit, diese Bedürftigkeit, die oft in uns ist, ja, diese Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber, wow, da projiziere ich jetzt gerade was in den anderen oder wow, da versuche ich ein Bedürfnis zu erfüllen, nur obwohl es mir eigentlich gar nicht recht ist, ja, um das zu fühlen, was ich tue, ja, wie ich handle, ohne dass ich es vielleicht jetzt sofort ändern muss, weil ich es noch gar nicht kann. Aber das zuzulassen und dieses Gefühl einfach wahrzunehmen und es sein zu lassen, bedeutet es loszulassen. Ich sage das so oft. Sein lassen ist sein lassen und sein lassen ist loslassen. Und wenn ich das kann, dann kann ich das auch für andere. Ja, dadurch verändern wir die Welt so wunderbar. Und wir kommen, aber heute geht es wirklich um dich. Darum, dass du in diesen Kontakt mit dir selbst, mit diesen Gefühlen kommst und es verstärkt Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet ja ganz, ganz vieles, aber Achtsamkeit bedeutet einfach auch unter anderem den Fokus auf dem zu haben, was jetzt ist. Ja, und jetzt fühlst du dich so. Ja, und dieses Gefühl einfach dann da sein zu lassen und zu umarmen, das dabei unterstützt dich Vanita, diese Achtsamkeit einfach auch zu halten. Ja, und immer wieder zu dir zurückzukommen, wenn du zum Beispiel jetzt diese Achtsamkeit in die äußere Welt projizieren möchtest. Man kann sich ja auch ganz wunderbar von sich selbst ablenken, indem man ununterbrochen andere hilft und sich anderen hilft und sich beispielsweise selbst dann gar nicht mehr spürt. Und Vanita hilft dir immer wieder zu dir zurückzukommen, in diese Achtsamkeit mit dir selbst gegenüber, und das ist der Schlüssel, wirklich diese
diese innere Kommunikation, diese innere Liebe, dass du verstehst und fühlst und ganz genau weißt, wer du bist, was du jetzt brauchst, was jetzt zu tun ist. All das ist Vanita, ja, diese Achtsamkeit, ja, die uns diese Tiere vorleben, dieses Präsente im Moment sein, ja, in der tiefsten Entspannung plötzlich reagieren zu können. Und das ist all das, was hinter dieser wunderbaren Begegnung mit dem eigenen Reichtum deiner Seele, und das sind eben deine Gefühle, was dahinter steckt. Und es geht letzten Endes einfach nur um diese Präsenz und um diese Achtsamkeit, dich selbst zu fühlen. Und wenn dir das schwer fällt, vielleicht fängst du einfach damit an, mal morgens, wenn du aufwachst, dich zu fragen, wie fühle ich mich? Ja, und dann kommt da vielleicht keine Ahnung, aber du fühlst Müdigkeit oder ob du energiegeladen in den Tag gehst, ob du motiviert bist, ob du lustlos bist, all das fühlst du. Ja, das ist dann die Oberfläche. Aber dann begegnest du vielleicht irgendeinem Menschen oder vielleicht fragst du dich, warum bin ich lustlos? Und dann kommt vielleicht ein unangenehmes Gefühl und du möchtest dieses Gefühl sofort nicht spüren. Habe ich jetzt keine Zeit für, geht nicht, ich muss performen. Lass es mal kurz da sein. Ja, gib ihm ganz, ganz kurz die Erlaubnis und du wirst merken, wenn du dieses unangenehme Gefühl da sein lässt, dass es irgendwann vorbeigeht. Ja, dass es vorbeigeht, weil das einen unfassbar tiefen Verdauungsprozess in Gang setzt, ja, der die Wandlungskraft, das Mesonadi an sich ist. Und das zu erkennen, das schenkt uns heute Mesonadi. Welch kraftvolles Transformationspotenzial du in dir trägst. Mesonadi ist die Kraft, Tote zum Leben zu erwecken. Das ist die Energie, mit der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft trägst du in dir. Und das sind nicht hochschwebende spirituelle Gaben, die haben wir alle auch, aber es geht wirklich um die Transformationskraft deiner Gefühle durch das Seinlassen. Immer in dem tiefen Wissen, Energie ist niemals zerstörbar. Wenn du Gefühle wegdrückst, zerstörst du sie nicht. Energie ist nur wandelbar. Und in dem Moment des Daseinlassens, das ist der Schlüssel, in dem Moment wandelst du. Das ist die größte Transformationskraft, die du in dir trägst, ja, und die nichts braucht als deine Achtsamkeit, als deine Bereitschaft und ein klein wenig Zeit. Ja, die Bereitschaft ist eben nicht wegzudrücken, sondern dir eben diesen Moment jetzt einfach mal zu nehmen. Und wenn du dich mal 5 Minuten auf die Toilette zurückziehst, das verwandelt so viel. Ich kann es einfach immer nur wieder ans Herz legen, es auszuprobieren. Und dieses Bewusstseinsfeld, ja, die Transformationskraft der Gefühle anzuerkennen und wirklich auch zu leben, und das hat so viel mit Selbstverantwortung zu tun, mit Selbstachtsamkeit, natürlich mit Verantwortung dadurch des ganzen Kosmos. Dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren, auf dass wir alle mutig sind, uns selbst zu begegnen. Om Balanda. Om Vanita, Om Esonadi, Om Balanda, Om Vanita, Om Esonadi, Om Balanda, Om Vanita. Om Esonadi, Om Balanda, Om Vanita, Om Esonadi. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du achtsam mit dir und mit deinen Gefühlen bist. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.